Wir sind RWE, ich bin hier mit dem Tim und mit dem Norman. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Also für mich war die erste Halbzeit schwach. Also jetzt von uns, von RWE. Ich war schon sehr enttäuscht. Hätte teilweise in der ersten Halbzeit gesagt, ich packe meine Koffer und gehe. Bin ich ehrlich, aber dann haben wir uns in der zweiten Halbzeit berappelt. Ich dachte, der Trainer kriegt schon seine Ansprache hin. Hab gehofft, hab hier rumgestanden und gehofft, das war wie eine Bombenmannschaft, was wir auch sind, aus der zweiten Halbzeit rauskommen, haben wir hingekriegt. Und ich habe es nicht so erwartet, wie es letztendlich war, aber ja, ich bin umso froher darum. Ne? Also wir sind RWE und wir steigen auf. Also würdest du sagen, eine Achterbahn der Gefühle, aber am Ende, Essen lässt uns ein bisschen leiden immer, aber dann am Ende wird alles gut. Also Essen lässt uns definitiv immer leiden. Ja, da brauchen wir uns nichts vormachen. Seitdem ich geboren bin, ist es ein Auf und Ab. Aber im Endeffekt sind wir RWE. Da spricht nichts gegen. Darf ich fragen, wie du das gesehen hast, Norman? Ich muss sagen, ich mache das schon seit 30, 35 Jahren mit. Und heute, das ist ein elementar wichtiger, geiler Prestige-Sieg auch. Du hast 2-0 zurückgelegen zur Pause und hast das Ding nur 3-2 gedreht. Ja, das macht den Rucksack voll für die Saison. Das macht den Rucksack voll. Also glaubst du, dass diese Moral, dass wir so eine Moral gezeigt haben, dass uns das für die ganze Saison einen Schub geben kann? Das gibt auf jeden Fall, für die ganze Saison weiß ich nicht. Hoffentlich bleiben alle gesund. Das ist ja wichtiger heutzutage. Aber für die nächsten 5, 6, 7, 8 Spiele, Münster hat einen Knick gegeben. Die haben 2-0 zur Halbzeit geführt. Das Endergebnis ist hier 2-3. Ja. Und Rot-Weiß Essen ist Spitzenreiter. Ja, das ist wichtig. Rot-Weiß Essen ist Spitzenreiter. Und dadurch. Und jetzt spielen wir zu Hause am Freitagabend gegen den FC Schalke 04. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas schiefgehen könnte. Darf ich dich noch fragen zum Schluss, weil du sagtest, die erste Halbzeit war für dich ein bisschen kritisch. Wir haben ja mit drei Veränderungen, der Herr Neidhardt hat drei Veränderungen in der Aufstellung gehabt. Denkst du, dass das eine Rolle gespielt hat? In jedem Fall. Also für mich bleibt nach wie vor Simon Engelmann ein ganz, ganz wichtiger Torschütze und auch Stürmer in der Regionalliga West. Der ist nicht zu ersetzen. Also meiner Meinung nach, lässt Simon Engelmann eigentlich keine Torschance aus. Also er hat es jetzt in der Anfangsphase der neuen Saison, hat ein paar Dinge ausgelassen, sei ihm verziehen, kann passieren. Jeder kennt, wenn er selber Fußball spielt, hat sowas immer mal wieder vorkommen kann. Aber Simon Engelmann ist der Goalgetter schlechthin in der Regionalliga West und der wird uns auch wieder helfen aufzusteigen. Also Simon Engelmann, da gebe ich mein Wort drauf. Auch wenn er 5-mal hintereinander nicht trifft, der trifft. Der trifft. Da hat er recht. Und der ist Fußballer. Der macht uns die Hütte voll und wir steigen auf. Ich danke euch sehr, Tim, Norman. Danke, dass ihr da eure Meinung sagt.